Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für euch einen Glenlossie 19 Jahre von Warehouse No. 8 dabei. Glenlossie 19 Jahre. Die Brennerei Glenlossie, für den einen oder anderen vielleicht unbekannt, ist eine, ja, gehört dem Konzern Diageo, die Brennerei. 1876 sind sie, meine ich, gegründet. Und Speyside Single Malt. Das sieht man jetzt hier eher weniger. Man sieht hier Speyside Lossie, die Region, das haben sie da drauf geschrieben. Und das ist eine unabhängig abgefüllte Version. Das liegt hauptsächlich daran, dass Glenlossie fast gar keine Originalabfüllung hat oder hauptsächlich so die Flora und Fauna aus der Diageo-Serie, die es mal gab. Glenlossie 10 Jahre ist dann so die Originalabfüllung. Und es gibt unglaublich viele unabhängig abgefüllte Glenlossies und der war ja einer meiner Highlight-Whiskys 2018. Ich habe ihn jetzt erst wieder aufgemacht. Habe gedacht, den muss ich euch vorstellen. Das ist einfach ein. Ich hatte einen Kumpel aufgemacht, die Flasche, meinte, ey, ich kann es gar nicht verstehen, warum die gar nicht so verkauft wird. Und er meinte, ey, da muss ich echt gucken, ob ich noch eine Pulle kriege. Mal zu den Rahmendaten. Warehouse No. 8, der Warehouse Collection, ist der unabhängige Abfüller. Kommt immer hier in dieser Box daher mit seinem Etikett. Wir haben es mit einer Abfüllung von 1997 zu tun, 19 Jahre. Ich glaube, die Etikettendaten habe ich alle hier auch drauf. Wie gesagt, Speyside. Und von 97, wenn man hochrechnet, 19 Jahre, der ist abgefüllt 2016. Und zwar 27. November 1997 wurde destilliert und gebottelt am 28.11.2016. Also ist gerade so 19 geworden. Ist natürlich so, Kastnummer 7070, Bourbon Hogshead 245 Flaschen und insgesamt mit 57 Volumen abgefüllt. Ist Bourbon Hogshead, wie man es kennt. Und ich glaube, dafür sind auch so ein bisschen Warehouse No. 8 bekannt. Die haben einfach schöne Bourbon-Abfüllungen oder Bourbon Hogshead oder Barrels. Also da gibt es echt tollen Stoff. Sherry, weiß ich gar nicht, haben die es überhaupt? Fällt gerade gar keiner so unbedingt ein. Haben sie bestimmt auch. Wir haben hier und da ein Finish oder eine Vollreifung. Aber ich würde sagen, schöne Hogshead-Abfüllung. Und bei der Warehouse Collection kommen sie dann hier in diesem Look her. Und das finde ich einfach ganz spannend. Glenlossie ist eine Brennerei. Man findet gerade so um die 20 Jahre immer wieder spannende Abfüllungen. Sie sind halt nirgendwo auf dem Radar. Und sie haben einen ganz besonderen Charakter. Und da gehen wir gleich drauf rein. Ich werde den Whisky jetzt erstmal stehen lassen, verriechen, verschmecken und dann schauen wir mal, was denn so besonders an Glenlossie ist. Er hat jetzt ein bisschen Luft gehabt. Ich habe mir nochmal ein Wasserglas geholt, sodass ich gleich ein bisschen Wasser reinmachen kann. 57 Volumenprozente. Wenn man den runter will auf 50, kann man da nur 2 Milliliter reinmachen. Von daher, Wasser verträgt er meiner Meinung nach ganz gut. Ich werde ihn jetzt erstmal verriechen. Und da hat man gleich das, wofür sie auch so ein bisschen hier stehen. Ich finde, da kommt immer so ein bisschen frischer, salziger Charakter durch, aber viel mehr präsent jetzt aktuell. Ein bisschen so Fruchtsüße, sehr cremig, Vanille, helle Früchte. Ja, die Süße kommt nicht nur aus der Vanille, die man oft so dem Bourbon fast zuschreibt oder diesem Bourbon Hogshead hier, sondern es wirkt so sehr fruchtig, hellfruchtig, süßlich. Und dahinter kommt dann das Holz von der Nase her. Boah, ist das fruchtig süß, das ist ganz extrem. Und dazwischen drin strahlt dann immer dieses leicht salzige, für das meiner Meinung nach Glenlossie bekannt ist, ja, so durch. Ach, schön. Man merkt hier, das Spektrum ist nicht sehr breit. Süße, Holz, Frucht, Süße, Holz, Frucht, Süße, Holz, Frucht, 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 Frucht. Das ist es, mehr kann man gar nicht sagen. Ich werde den jetzt erstmal pur probieren. Und dann mit Wasser, um so ein bisschen einen kleinen Vergleich zu haben. Schöne, fruchtige Nase. Möchte ich mal auf die Zunge lassen. Auf alle Freunde der unabhängigen Abfüller und Glenlossie-Freunde natürlich. Auf euch, Slangeva. Das ist natürlich voll da. Holz. Dann kommt so die Süße. Dann
wird es leicht bitter im Mund und dann geht der Whisky nahtlos über. Der liegt noch auf der Zunge, hier so vorne auf der Zungenspitze, gar nicht so breit, eher konzentriert. Der Mund wird trocken, die 57% merkt man kann sie trotzdem trinken. Und dann kommt nochmal so wie so eine zweite Welle, so puff, die den Whisky so nach hinten schiebt, direkt in den Nachklang übergeht. Super fruchtig, wachsig, hellfruchtig. Boah, also das ist so eine Fruchtsüße. Der Rest vom Malt verschwindet und es bleibt nur noch süß, süß, Fruchtsüße liegen. Whisky ist runtergeschluckt, aber auf der Zunge habe ich immer noch dieses Fruchtaroma. Grandios. Ich kenne ihn. Er ist mir immer ein bisschen zu trocken und schon ein bisschen zu kräftig. Deswegen meine Empfehlung, wie gesagt, man kann knapp 2 Milliliter Wasser auf so einen Drum draufschießen. Das sage ich immer. Und dann merkt man, in der Nase geht jetzt erstmal so ein bisschen die Süße wieder auf. Oft ist es ja eher die Frucht. Hier würde ich sagen, jetzt kommt wirklich so Bourbon-Vanille raus. Das Fass kommt ein bisschen mehr raus. Es wird holziger. Süße kommt dazu. Und die Frucht geht jetzt erstmal in der Nase ein Stück zurück. Und jetzt auf der Zunge. Oh. Da kommt jetzt Honig, Vanille, Holz, Würze. Also der verändert sich schon mit Wasser extrem. Das Fruchtige geht jetzt auf der Zunge ein bisschen zurück. Dieses Wachsige. Und er geht mehr so in Honig, Wachs, Vanille mit Holz und Würze in so einer Kombination ins Wechselspiel. Der Mund, jetzt ist er nicht nur vorne auf der Zunge, sondern jetzt wird der ganze Mund ausgekleidet. Oh. Man hat ständig Lust, noch mehr zu schlürfen. Das ist so süffig, das Teil. Oh. Also, wer Bourbon Hogsheads mag und so nicht, also Frucht und Vanille und Honig und genau das mag, der wird sich hier richtig freuen. Jetzt merkt man auch, das Fass hat noch so ein bisschen, vielleicht so ein paar Röstaromen abgegeben. Ich bin noch mal nippen. Ah, schönes Teil. Mein Fazit zu diesem Glenlossie 19 Jahre. 97 hergestellt, 2016 gebottelt. Und ich meine, der wurde nochmal umgelabelt. Das muss ich nochmal nachprüfen. Ich meine, der steht noch so hier und da bei dem einen oder anderen Händler rum. Hat nur ein neues Logo bekommen, weil sie dieses Design ausgetauscht haben. Und ich glaube, da haben sie einfach ein paar neue Etiketten gesendet zum Abziehen, zum neu drüberkleben, was auch immer. Und ja, also für alle, die auf Bourbon, Hogsheads und so weiter stehen, ist das ein grandioses Teil. Es macht mir immer wieder Spaß, ihn zu trinken. Habe ich auch so um die Feiertage geöffnet im Tasting. Man kann einfach rangehen, ein bisschen süffeln, Spaß haben. Man kann mit Wasser spielen. Er ist super ohne Wasser. Er ist super mit Wasser. Es ist die Frage, was man ein bisschen mehr mag. 57 Volumenprozente sind natürlich einiges. Er lässt sich aber meiner Meinung nach gut pur trinken. Habe jetzt einfach mal Wasser gespielt, um so einen Vergleich hier ins Video zu bringen. Und ja, wer auf Glenlossie steht, das habe ich fast gar nicht gesagt, die ganze Zeit noch dieser salzige Touch, der so mitschwingt, ist da. Daran kann man Glenlossie auch festmachen, meiner Meinung nach. Wenn man mal so ein Blind-Tasting hat, ist natürlich schwierig, man kommt nicht unbedingt drauf, aber man könnte, wenn man einige Glenlossies probiert hat. Das ist für mich typisch und das hat der auch. Ach. Ist die Pipette runtergefallen? Das soll es gewesen sein mit dem Malt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht auch mal hier Warehouse Nummer 8 als unabhängigen Abfüller kennengelernt. Wenn ihr auf so Bourbon-Fassabfüllung steht, guckt euch mal an. Ich denke, das ist wirklich zu empfehlen. Die hatten dieses Jahr so einen geilen Glencairn 8 Jahre rausgebracht. Also auch junges Zeug, altes Zeug. Immer wieder toll. Ihr seht, hin und wieder taucht hier immer mal wieder so eine Box im Video auf. Meiner Meinung nach ein sehr schöner, unabhängiger Abfüller, der tolle Produkte macht. Und das macht mir immer wieder Spaß, gerade auf Messen. Super sympathisch, sich da durch die Core Range zu schlürfen und dann die eine oder andere Flasche mitzunehmen. So passiert das nun mal. Ne? Das soll es gewesen sein. Lasst mir ein Abo da oder die Glocke da, damit ihr wieder benachrichtigt werdet. Da habt ihr was davon, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren. Tschö!